Anne Gellinek in Brüssel, die Widerstände, die formieren sich. Sind die Kritiker denn die Altbekannten, die schon immer dagegen waren? Ja, auf jeden Fall sind die Kritiker die sogenannten Frugal Four, die sparsamen Vier. Dazu zählen die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden. Die haben sich gestern Abend direkt nach der Pressekonferenz von Merkel und Macron noch einmal zusammentelefoniert und ihre Position abgeglichen und haben eben das gesagt, was wir gerade schon im Beitrag gehört haben, dass sie sich nicht vorstellen könnten, dass Geld, das über Schulden aufgenommen wird, dann nicht auch als Kredit weitergegeben wird, sondern eben als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Diese sparsamen Vier waren auch diejenigen, die bei den Haushaltsverhandlungen über den 7-jährigen EU-Haushalt knallhart geblieben sind und gesagt haben, sie wollten auf keinen Fall mehr als 1% der europäischen Wirtschaftsleistung in den EU-Haushalt einzahlen. Das aber genau wird passieren, denn wenn es so kommt, wie Merkel und Macron vorgeschlagen haben, dann werden alle Länder mehr in den EU-Haushalt einzahlen müssen, um die Schulden langfristig abzustottern. Jetzt muss es dazu nur noch kommen. Man hatte ja den Eindruck vorher, dass auch die deutsche Bundeskanzlerin eher diesen Sparsamen zuneigte. War das eine Überraschung, dass sie sich da gestern so mit Macron an einer Seite und einträchtig präsentiert hat? Ja, das war eine Überraschung und tatsächlich war der ganze Termin auch eine Überraschung, denn der wurde sorgsam geheim gehalten. Also in Berlin und Paris und auch in Brüssel wusste man davon bis zum frühen Montagmorgen oder späten Sonntagabend nichts. Die beiden wollten offenbar das Momentum der Überraschung auch ausnutzen und sich vor allem den Vorschlag nicht schon gleich zerpflücken, zerreden und tot diskutieren lassen. Dass Merkel hier eingelenkt hat, ist tatsächlich, glaube ich, ist der Tatsache geschuldet, dass die deutsche Regierung nicht immer der Buhmann in Europa sein will, sondern jetzt auch sich bereit zeigen will, ja, wir sind reich, ja, wir nehmen Geld in die Hand, um den anderen zu helfen, wobei Merkel natürlich auch einige ihrer Prinzipien durchgesetzt hat. Also Sympathiepunkte sammeln, aber vielleicht auch der deutschen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein bisschen Wind unter die Flügel zu blasen? Das ist für die Kommission und für Ursula von der Leyen ein bisschen eine zweischneidige Sache. Einerseits tatsächlich ist es natürlich für Ursula von der Leyen jetzt leichter geworden, wenn sich die beiden großen Mitgliedsländer, die zudem auch noch die zerstrittenen Lager der Nord- und Südeuropäer so ein bisschen repräsentieren, wenn die sich einigen, dann heißt das, dass es auch für sie leichter geworden ist. Außerdem bedeutet es natürlich einen ziemlichen Machtzuwachs für Ursula von der Leyen, wenn die Mitgliedstaaten ihr diesen Wiederaufbaufonds sozusagen in den Haushalt eingliedern, über den sie ja dann letztlich die Kontrolle hat. Aber wirklich begeisterte Stimmen hört man aus der EU-Kommission nicht, denn tatsächlich hat der Vorschlag der Deutschen und Franzosen natürlich ein ziemliches Gewicht und sie wird jetzt, Ursula von der Leyen, wird jetzt nicht hinter diesen Vorschlag so richtig zurückkommen, sondern sie kommt erst in einer Woche mit ihrem Vorschlag und wir haben ja gerade den Sprecher der Kommission gehört, der gesagt hat, wir machen unsere eigenen Vorschläge. Man hat auch schon missgelaunte Leute aus der EU-Kommission gehört, die gesagt haben, wir sind nicht das Sekretariat von Deutschland und Frankreich, sondern wir machen hier unseren eigenen Plan und wir lassen uns davon nicht wirklich beeindrucken. Also es ist eine zweischneidige Sache für die EU-Kommission. Deutschland und Frankreich galten ja als der Motor der EU. Dass die beiden jetzt wieder so nach vorne gehen, zeigt das, wie es tatsächlich um die Zukunft der Europäischen Union steht? Steht da echt alles spitz auf Knopf? Na, es zeigt schon, wie groß die Krise ist und wie groß die Aufgabe ist, die zu bewältigen ist und wie wenig die Europäer bisher dem entgegensetzen konnten. Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass wenn man sich jetzt in Streitereien über den Haushalt noch weiter zerlegt, dass man dann aus dieser Krise nicht herauskommt. Ich glaube, diese Erkenntnis hat sich in Deutschland und Frankreich durchgesetzt und deshalb haben sie sich zusammengesetzt und gesagt, komm, jeder von uns muss jetzt Kompromisse machen. Macron musste auf die Eurobonds verzichten. Merkel hat gesagt, okay, dann macht die EU-Kommission eben Schulden, die wir langfristig zurückzahlen. Das hat, glaube ich, diese Krise gezeigt. Aber die Krise hat eben auch gezeigt, dass die EU in vieler Hinsicht, Stichwort Grenzschließung, eben auch nicht sehr gut vorbereitet war auf diese Pandemie.